und herzlich willkommen bei der D-Schule. Diese Woche ist die D-Schule Kirschenwoche. Wir werden euch mehr erzählen über die Zuckerkäsewurst, den Zuckerkirsch und die Zuckerkirschtorte. Aber alles beginnt mit dem Zuckerkäsesturm. Morgen am 25. Juni ist es in der Stadt Zug wieder soweit. Da wird die St. Michaelskirche in Zug die Kirschensaison wortwörtlich einläuten. Dieser Brauch geht weit zurück. Die Bewohner der Stadt Zug warteten jährlich auf die Kirschglocken. Heute gedenken wir an den alten Brauch, den Kriesisturm. Dabei laufen verschiedene Zweierteams, bewaffnet mit einer 8 Meter langen Leiter, von der Altstadt bis in die Almend. Das machen wir heute. Aber kennt ihr die Geschichte dazu? Die Kirschbäume in der Zuckeralmend gehörten früher den Bewohnern der Stadt Zug. Und somit galt, der Schneller ist der Geschwinder. Der Schnellere ist der Geschwindere. Das bedeutet, derjenige, der am schnellsten seine Leiter an einem Kirschbaum gestellt hatte, der bekam alle Kirschen von diesem Baum. Und alle anderen gingen leer aus. Wer aber heimlich Kirschen vom Baum gestohlen hatte, der kam in das Zitturmgefängnis und musste den Start hinter Gittern mitverfolgen. Also wenn ihr mich fragt, ich hätte es damals gewagt, in einer Nacht- und Nebelaktion Kirschen zu pflücken. Denn mit so einer großen Leiter durch die Altstadt zu rennen und diese Ungewissheit zu haben, ob ich den Kirschbaum als Erste erreichen werde. Nein, 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 nein. Ich wäre sicherlich im Zitturmgefängnis gelandet. Aber dort hätte ich dann meine reichhaltige Kirschernte vernascht. Und gedacht, ja, ja, rennt ihr mal mit euren Leitern. Ich habe ja meine Kriesi. Tschüss!